Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Creepy Craft. Wir sind in Folge 5, oder? 4, ne? 5, oder? Wir haben gestern 4 Folgen aufgenommen, oder? Also Leute, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir sind in Folge 4 oder 5. Auf jeden Fall von 1 vorbei. Wir haben uns jetzt gedacht... Herr Gleich geht jetzt auf Goldsuche, ne Herr Gleich? Ja, erstmal will ich meine Farm überdachen, dass da jetzt schon wieder irgendwelche Creeper da oder sowas kommen. Ja, okay. Also ich bin eigentlich aktiv dabei, und zwar bin ich, Herr Gleich hat immer noch den Gedanken, mir mein Haus wegsprengen zu wollen, gell Herr Gleich? Ich? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Wir schauen mal ganz kurz, ich habe was mit Mods geplant, mit Redstone. Und zwar will ich mir einen Pokéball bauen. Dafür brauche ich das. Dafür brauche ich das. Habe ich überhaupt noch? Hast du Kohle für mich? Ha? Was? Hast du Kohle für mich? Nö. Nein? Nein. Wirklich nicht? Nö. Warum nicht? Weil ich die gerade total verbrate. Machst du gar nicht? Doch. Ich habe hier 2 Öfen. Und dann mache ich momentan. Wirklich keine Kohle. Du hast doch mehr als ein Stick! Wo denn? Darf ich bitte 4 Kohle haben? Wo denn? Du hast doch mehr als ein Stick. Außerdem hast du mir jetzt schon wieder hier irgendwelche. Dann hab ich nicht. Ich hab nichts gemacht. Guck mal, da ist schon wieder jetzt. Immer wenn du kommst, kommen die Viecher mit. Geil. Nee, aber ich hab jetzt mir 4 Kohle genommen. Ist ja okay, oder? Zahl ich dir irgendwann zurück. Ja, alles gut. So. Es ist alles okay, oder? Ja, alles gut. Ich hab dir nichts getan. Alles gut. Ich bringe sie so immer dann raus weg. Danke. So. Also. Ich habe 4 Kohle. Ich bin also. Ich bin da voll aus. Das. Oh Mann, ich habe so wenig Eisen. Ja, gleich kriege ich Eisen. Was denn noch jetzt alles? Ich habe 2 Pokebälle. Ich habe mein Universal Locking Moment nicht dabei. Muss! Ich muss jetzt erstmal auf Eisenjagd gehen und ich habe nicht mal eine Spitzhacke dafür. Da ist noch einer, okay. Die reichen da. Und ich bin am besten noch mit. Ja, Leute, ihr merkt, ich will auf eine Höhlentour gehen. Autsch! Doofer Spinner. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Gehe ich dahinter zu ihr gleich? Ja, oder? Weil ihr gleich gibt es eigentlich immer bessere Höhlen als bei mir auf meiner Seite. Da ist ein Enderman. Da war ein Enderman. Ich habe nicht mal ein Schwert dabei, aber ich habe ein Smash-Bär dabei. Man kann sich die Mobs ein bisschen herumschleudern. Zack, zack, Mist. Zack, 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 zack. Alter, was denn jetzt schon wieder? Alter, nein! Hab ich den noch erwischt oder was, bevor er explodiert ist? Achso. Alter, ich drehe am Rad. Boah, sei froh, ey. Ich hab die den noch dahin geschossen mit mehr Schaden. Er hat schon vorher Schaden gehabt, hätte er jetzt keinen Schaden von mir bekommen. Du hast geschossen? Im Smashbad. Du hast den zu mir geschossen? Ja, aus Versehen. Boah! Das war keine Absicht. Es ist nichts passiert. Ja, was ein Glück. Ich hab ihn irgendwie gerade noch Lucky-mäßig noch gerade so bekommen. Warum auch immer. Ich weiß nicht mal, wie ich das geschafft habe. Das sind inzwischen Fortnite-Reaktionen, ey. Hm? So, wir sind wieder munter dabei eigentlich in unserem Projekt, oder? Mhm. Also, einmal jetzt eine Frage an dich. Macht's dir denn Spaß? Ja. Also nein. Na? Mhm? Also nein. Doch. Also Leute, ja gleich macht's keinen Spaß. So, doch. So. Alter, ist das teuer! Was? Nix. Was denn? Da ist schon wieder so ein Scheiß. Etwas. Hau ab. Gott, ist das teuer! Hau ab, Creeper! Dich verarschen. Ist das teuer? Ich brauch so unfassbar viel Eisen. Und übrigens, das ist nichts gegen dich, dieses Ding, was du bauen möchtest. Das ist ein neuer Sicherheitsmechanismus. Oh! Ein Herz. Mist. Scheiß Gravel, ey.
Ich hasse Kies. Das ist so unnötig, dass das Kies die ganze Zeit runterfallen ist. Oder ich brauch super viel Eisen. Noch mehr Eis? Ja, ist Eis. Ja, Leute, ihr merkt einfach, ich bin ein bisschen am Farmen in einer Schlucht. So, das ist lieber Lava. In der Schlucht habe ich die Diamanten gefunden. Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, in der letzten oder vorletzten Folge habe ich ja noch mehr Diamanten gefunden. Das war nice. Ich habe inzwischen 19 Stück. Und ich gehe nochmal wie immer dann am Ende der Folge auf Lucky Block Jagd. So. Hier haben wir 34 Eisen. Hier ist noch ein Eisen. So, zack und zack und zack. Ich habe jetzt schon 40 und da ist noch ein Eisen. Da oben ist noch ein Eisen. Ich baue mich so rein. Zack. Zack. Okay. Sehr gut. Eisen ist gerade mega wichtig für mich, weil ich brauche mehr als ein Stick. Ist eigentlich alles gesichert? Ich glaube schon. Was gesichert? Ich glaube, jetzt kann eigentlich erstmal nichts mehr passieren. Soll ich dir zeigen, ob nichts passieren kann oder nicht? Nein. Du musst mir nicht zeigen, was passieren kann. Nein, ich will dir nichts in die Luft jagen. Ich will dir einfach nur zeigen, ob da Creeper oder sowas reinkommt oder nicht. Ich muss hier noch Fackeln setzen und ich glaube, dann habe ich mehr nach oben. So. Ja, gleich ist auf jeden Fall ziemlich viel weiter als ich. Das kann nicht sein. Doch. Du hast doch viel mehr Sachen als ich. Erzähl mir das. Nö. Ich habe nur mehr Diamanten. Bei mir ist alles gefühlt Mangelware. Ich bin auch wieder in der Schlucht. Was ein Gold. Super. Okay, jetzt habe ich schon mal wenigstens ein Stack Eisen. Okay. Ich muss noch Kohle abbauen, das wird auch wieder super. Hier Kohle. Ne, hier ist Eisen. Eisen. Da. Das war noch Eisen. Na, ich glaube, das reicht noch nicht. Das ist das Problem. Da, noch mehr. Ich brauche gerade alles Eisen, was ich bekommen kann. Das sind irgendwas um die 5 Stacks oder sowas. Blöder Creeper, blöder Creeper. Vollpfosten Honk. So. Oh. Hier geht die Höhle noch weiter. Und dann ist auch mehr Eisen. Ich hab nicht mal Holz dabei. Wäre natürlich jetzt kacke, wenn meine Picken flöten gehen. Das kann man auch noch. Schade. Das auch nicht. Oh, ich hab ein Cave. Egal, ich hab ein Cave. Cave? Ja, also Dungeon. Ja, ich weiß. Oh, ich hab die Amazing Technology Glasses. Die schenke ich dir, glaube ich. Die sind nice. Die kann ich dir. Das sind solche Brillen, die kannst du aufsetzen. Oh. Das sind so. Alter! Das. Oh mein Gott. Das sind solche Brillen, die kannst du aufsetzen. Was kannst du jetzt aber machen? Ich hab die jetzt auf. Leute, könnt mir mal, wenn ihr wisst, was man damit machen kann. Und ich gucke einfach nach der Aufnahme oder irgendwann nach. Was kann man bitte mit diesen Amazing Technology Glasses machen? Ich wusste das damals schon, aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Warte mal. Von solchen Sachen. Da sind überall Fledermäuse. Ist das. Oh. Da gibt's Feuer. Da ist Uran. Ich will aber kein Uran abbauen. Ich weiß.
Es könnte mir super viel bringen, aber es weiß auch, dass mich das töten kann. Sehr, sehr schnell. Ich bin am überlegen, ich habe ein TNT, das muss ich auf jeden Fall noch zünden, auf meinem Grundstück am besten. Komm schon, geh doch. Übrigens, ich wollte dir was schenken, ein TNT. Alter, was ist mit der Spinne los? Normal sind die Spinnen doch tagsüber nicht mehr aggressiv. Ja, aber wenn du die vorher provoziert hast oder sowas, bitte. Hab ich nicht. Echt nicht? Verstehe. Nein. Was ist mit der Spinne los gewesen? Ja, gleich. Hm? Ich werde dir ein TNT schenken. Ich will kein TNT. Nein, welches nicht zerstörerisch ist, sondern was aufbaut. Eine Struktur. Ich will kein TNT. Wenn ich schon deinen Kram wegsprenge, dann mache ich das. Nein, du kriegst meine kein, Art. Du kriegst ja keinen TNT. Du kriegst ja kein TNT. Stopp. Nein, Mann. Komm schon. Ich glaube, die toten Baseballschläger. Aua. Hast du eine Enderperle gedroppt? Nein. Nee, aber ich will dir ein TNT schenken, was dir sehr viel helfen kann. Na gleich. Geh weg, du Arschloch! Was ist jetzt? Alter, das kann doch einfach nicht sein. Was denn? Wieder so ein Scheiß. Nein! Also. Das gibt es doch einfach nicht. Das gibt's nicht! Das kann jetzt sein, ey. Es geht mir so auf die Nerven. Es geht mir so unfassbar auf die Nerven. Wie oft muss ich jetzt meine Bude hier noch zusammenflicken? Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Ich bin tot. Ich habe meine Sachen komplett verloren. Super. Danke dafür, Gravel. Da. Ey, ich hab schon dieses einmal. Ich soll mit anderen irgendwas anderes einfallen lassen. Das auch nicht. Ist das jetzt alles dazu, oder? Sag mal, du willst mich doch komplett veräppeln. Bin ich denn gestorben? Da oben. Ich habe eine Sache wieder. Cool. Warum freust du dich? Ich freue mich für dich. Ich bin ja nicht so wie du. Ich freue mich auch für dich, wenn du was ist vielleicht nicht ganz richtig, aber naja. Ich habe nicht mal... Oh, sag mal, das ist klar. Ich bin so vergesslich. So. Ja, irgendwie... Ich weiß nicht, ich komme nicht auf Tour. Weil ich ständig damit beschäftigt bin, den Kram wieder hier aufzubauen. Ja, was hab ich denn dir jetzt gemacht? Nein, du gar nicht, scheiß Creeper. Aber kann ich doch nichts. Ist ein Creeper bei dir explodiert? Ich dachte, dein Haus ist safe. Ja, aber nicht, wenn der Creeper, wenn ich oben drauf bin, was ich mir gerade gebaut habe, und genau in dem Moment ein Creeper kommt und explodiert. Oh, dann nicht. Von mir in der Nähe. Ich bin nur im Eisenfarm. Ich fahre überhaupt keine Kohle mehr. Ich fahre. Weiß nicht, irgendwo. Nein. Ja. Ich brauche halt Eisen auch unfassbar. Ja, ich brauche sehr viel Eisen. Weil ohne Eisen funktioniert gar nichts. Dort ist Gold. Und da unten sind 500 Millionen Viecher. Ich mach jetzt Moment noch eine allerletzte Tür. Was ist denn jetzt überhaupt? Da geht's runter. Keine Ahnung.
Ich war, glaube ich, jetzt die komplette Folge nur in einer Höhle. Jetzt geht's einfach eher raus. Ich hab grad keinen Nerv mehr auf Öl. Ich brauche jetzt erstmal 2 Schafe für mein Haus. So. Das gibt's nicht. Hier sind überall Kühe und Schweine, aber keine Schafe. Nun Pferde. So, zack. Okay. Jetzt gehe ich mal in meinen Sicherheitsbunker. So, dann schaue ich mal, was ich da so machen kann. Ich habe keinen zweiten Ofen, den ich wollte. Das. Das. Und das. Und das. So, davon habe ich noch genug. Ich kann ja hier alles eigentlich reinpacken. Das ist eigentlich voll egal. So. 3 Eisen. Habe ich hier oben noch was drin? Ist da oben? Nein, habe ich natürlich nicht. Wahrscheinlich habe ich es ja. Genau, was sagt ihr bitte? Ich habe es natürlich nicht dabei. So, auch übrigens sollte an die, die es nicht wissen, was ich bauen möchte, das hier und das. So, ganz viel Holz. Also das, ja gut, das habe ich eigentlich. Ah, jetzt habe ich ein bisschen Holz. Da sind Esel. So, schauen wir mal. Hier sind überall Pferde, Esel und so weiter. In meinem Ofen ist jetzt gerade die ganze Zeit Eisen am Brennen. Bedeutet, ich kann derzeit überhaupt nichts machen, weil das mehr als ein Stack ist. Ja, also das ist halt ein Stack von der Brennzeit her. So, schauen wir mal, vielleicht. Alter, was ist das? Guck mal. Ja, das ist. Was ist das jetzt schon wieder für ein komischer Technik? Technik, das ist aber nicht mein Gott. Natürlich! Nein! So. Zur Erklärung für die, die es nicht sehen, er ist einfach die ganze Zeit jetzt in eine Richtung gelaufen, obwohl ich überhaupt keine Taste mehr gedrückt habe. Bitte. Bitte was? Toll. Mein Pokéball ist weggebackt. Ey, das ist doch nervig. Mein Pokéball ist weg. Da ist er. Okay, was ist das? Auch wahrscheinlich wieder Peanuts. Ja. So, fliegen wir mal zurück. So. Okay, also jetzt muss ich erstmal was essen. Muss was essen? Mhm. Muss manchmal auch was essen? In dem Spiel auf jeden Fall, in echt. Ja? Mhm. In dem Spiel auf jeden Fall, in echt nicht geil. Oh. So. Ich hab Kartoffeln in der Woche. Ja. So, ich muss mir in ein, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich gleich einen Zaun bauen. Ich habe noch nichts geschafft in diesem Projekt. Noch nichts, aber auch gar nichts. So, ich hab halt. Warum ist jetzt da die Fackel runtergefallen? Seit wann fällt eine Fackel einfach runter? Warum die Fackel runterfällt? Weil hinten dran kein Block mehr ist? Warum kann ein Block weg sein? Das, keine Ahnung.
Vielleicht weil ich einen abgebaut habe? Ich habe keinen abgebaut, nein. Ich bin einfach nur in den Gang zurückgegangen und habe festgestellt, auf einmal liegt da eine Fackel. So, jetzt geht's ans ewige Machen von. Ach, großartig. Ja, toll. Alter, was ist das? Warum ist das schon wieder offen da oben? Also. Also das. Na super! Okay. Jetzt habe ich nicht mehr nachgedacht. Also. Das dann. Das ist teuer. Die passen genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal das. Und das. Dann. Zack. Hätte ich nicht schon einen drin gehabt. Nein. Wie viel Gunpowder habe ich noch? Ich will mal so eine extra Gunpowder-Kiste. Also die können auf jeden Fall. Also Gunpowder habe ich sehr viel. Wieso ist da eine Truhe? Was? Achso, ja, da ist ein Pad drin. Klick rein. Klick rein. Brauchst keine Angst zu haben. Du hast einen Oak Leaf, du hast einen Double Chest Pad. Was ist denn das? Inventory Pads. Mods. Was ist das? Ist ein Pad, mit dem hast du jetzt eine portable Kiste. Und die frisst Holz oder sowas, das Pad. Bedeutet, um das benutzen zu können, brauchst du Holz. Was? Ja, das ist ein Pad. Nochmal, also ein Pad ist doch eigentlich ein Haustier. Ja, aber das ist ein Inventory-Pad. Und was heißt, nochmal, Inventory ist doch eigentlich mein Inventar. Ja. So, was hat jetzt dieses Inventory-Pad? Ja, das kannst du mit dir mittragen und es gibt ganz verschiedene. Und was bringt das? Bei dir jetzt in deinem Fall eine doppelte Kiste. Portable doppelte Kiste, die kannst du überlaufen. Ohne dass du eine Kiste vor dir stehen hast. So. Mhm. Okay. Achso, die Folge ist beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Creepycraft mit uns beiden. Bis da rein und tschüss.